Im folgenden Video wird gezeigt, warum die Einführung von Geschäftsprozessmanagement Sinn macht. In der herkömmlichen Prozessverarbeitung bestehen oft Medienbrüche, weil verschiedene Fachanwendungen benutzt werden. Es kommt zu Wartezeiten bei manuellen Tätigkeiten. Zudem herrscht weder Transparenz noch Transaktionalität. Bei Einführung von Geschäftsprozessmanagement können Aufgaben priorisiert werden. Mitarbeiter können Entscheidungen treffen, basiert auf wichtigen Informationen. Ferner werden die Prozesse standardisiert, Applikationen integriert und das ganze Szenario überwacht. BPM-Projekte werden in einem Zyklus eingeführt. Zu Beginn werden die Prozesse grafisch modelliert, dann werden sie technisch angereichert, also die eigentliche Integrationsarbeit. Letztendlich werden sie dann in die Laufzeitumgebung überführt, wo sie dann auch überwacht werden können. Das Ganze muss dann gewissen Richtlinien unterliegen, sprich Governance. Schauen wir uns dazu jetzt mal den ersten Schritt, also die Prozessmodellierung, genauer an. Dazu nutzen wir BlueWorks Live, eine cloudbasierte Lösung. Man kann bereits bestehende Prozessmodelle importieren, wir wollen aber hier ein neues Prozessmodell kreieren. Dazu klicken wir auf Prozess Blueprint und geben dem Prozess hier einen Namen und sofort, wenn wir das getan haben, wird so eine Art Template angelegt mit sogenannten Milestones und einer Aktivität. Die Modellierungsarbeit sieht dann so aus, dass wir erstmal hier festlegen, wie diese Milestones aussehen, und innerhalb der Milestones kann man dann Aktivitäten definieren und dann auch benamsen. In diesem Fall also einen einfachen Prozess, wo ein Dokument erzeugt wird und das freigegeben werden muss, also zum Beispiel ein Urlaubsantrag oder ein fachliches Dokument. Man kann hier sehr, sehr leicht die einzelnen Milestones erzeugen und Aktivitäten. Man sieht, dass es hier ganz rudimentäre Kästen sind. Die eigentliche Verzweigung von Prozessen kommt dann im nächsten Schritt dazu, weil hier einfach nur erstmal Aktivitäten und Milestones aufgenommen werden. Dazu schalten wir um in das sogenannte Prozessdiagramm, wo dann ein sogenannter gerichteter Graph, also das eigentliche Prozessmodell, hier schon mal erzeugt wird. Dies kann dann eben um weitere Informationen angereichert werden. Also hier zum Beispiel können wir eingeben, dass der erste Schritt, die erste Aktivität vom Angestellten durchgeführt wird, der zweite Schritt dann von einem Vorgesetzten, der also das Dokument freigibt. Man sieht dann auch sofort, dass diese sogenannte Swimlane View umgeschaltet wird und man kann das Ganze noch weiter anreichern. Das Schöne dabei ist, dass man dann das auch extrahieren kann in eine PowerPoint-Präsentation, hat also sofort die Dokumentation zur Hand. Was sind die Vorteile von BPM? Als erstes steht eine Verbesserung der Effizienz, wo zum Beispiel manuelle Tätigkeiten reduziert werden. Des Weiteren wird die Effektivität verbessert, weil zum Beispiel Ausnahmen besser behandelt werden. Und letztendlich wird auch die Agilität verbessert, weil wir Geschäftsprozesse leichter ändern und anpassen können.